Ja, Übelwind. Kommt mal alle her. Oh, okay, okay, wir stellen uns also hier drinnen. Noch einmal danke, dass du mir das Brot gebacken hast, Kirst. Es war ja so köstlich. Also, eigentlich, es ist so... Also wirklich, Safra, was machst du denn da schon wieder? Wenn du willst, dass Kirst etwas für dich herstellt, dann hör auf, seine Zeit zu verschwenden und sag es. Kirst, meine Schwester versucht dir zu sagen, dass wir, seit du uns das Brot gebacken hast, die fixe Idee im Kopf haben, selbst etwas zu kochen. Stell dir nur die unglaublichen Gerichte vor, die wir zubereiten können, wenn wir einen Raum dafür hätten. Wäre das nicht einfach großartig? Kirst, wärst du so nett, uns einen Raum mit einer Truhe, drei Weizensäcken und drei Lagerfeuern darin zu bauen? Oh, und zwei Stapel Holzfeuer, bitte. Nö. Okay, wir sollen also eine Küche bauen. Moin, mein Hübscher. Ich habe was Interessantes von Malroch gehört. Der sagt, ihr zwei hättet einen Wicht getroffen und ihm einen Gefallen getan. Und ihr hättet dabei herausgefunden, wie man Wurmfutter macht und so. Das sind bornige gute Nachrichten. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt denken, dass du nur Augen fürs Feld hast und darüber den Rasen ganz vergessen hast. Den ich doch so sehr liebe. Aber so leicht gebe ich nicht auf, ne? Ich werde meine Mama und meinen Papa und deren Mamas und deren Papas stolz machen, ne? Ich werde die ganzen olle Insel grün machen. Wir brauchen allerdings deine Hilfe dabei, Case. Wurmfutter besteht aus Grassamen und Nachterde, richtig? Tu mir einen großen Gefallen und mach mir ein Kügelchen Wurmfutter. Schmeiß es irgendwo abseits deiner Felder hin und ich mache einen hübschen kleinen Rasen drum, ne? Wenn du dich fragst, wo die Nachterde herkommt, musst du nur in dem kleinen Raum, den du gebaut hast, in den Topf gucken. Mach dir keine Sorgen über dreckige Hände. Du kannst sie dir mit dem Handtuch abwischen, dass du da reingehangen hast, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Und er sammelt es auch noch ein. Oh Gott, die sind nur am Kacken, die Leute. Das ist ja... Herz allerliebst. Okay, was war die andere auf? Warte, wir sollen Scheiße herstellen und... Ein Raum mit Küche. Einsammeln. Ah, ich komme mir voll eklig vor, Mann. Okay, wir brauchen eine Küche. Wo kriege ich denn jetzt hier eine Küche her, du? Vor allem der Platz wird langsam wenig. Wir müssen hier, glaube ich, mal auffüllen. Lass uns hier mal echt auffüllen. Kann ich da gerade platzieren? Hey, lecker. Ja, lecker, vor allem. Ich würde sagen, wir füllen das hier erstmal auf. Und dann können wir hier nämlich eine wunderschöne Küche hinsetzen. Und dann gucken wir mal, ne? Da gibt's Holz, deswegen habe ich das mal gemacht. Erde. Haben wir noch 57? Das sollte eigentlich lang. Hoffe ich mal. Um hier mal alles aufzuerden. Oh, was ist denn jetzt hier los? Warum? Warte, ich komm. Oh, ich glaube, jetzt ist das Zuckerrohr fertig. Könnt ihr das bitte lassen? Oh ja, das ist eine sehr gute Idee hier. Ja, das war... Oh, Gehirn. Gehirn, Gehirn. Gehirn. Ich habe Zuckerrohr abgebaut. Naja, wir haben mal Zuckerrohr abgebaut. Jetzt haben wir wenigstens mal Zuckerrohr. Ja. Gehirn. Ja. Wir sollten irgendwas drum bauen. Wir sollten irgendwas drum bauen. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber... Es wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Dass hier vielleicht nicht alles gleich... Naja, nicht alles gleich stirbt, wenn wir hier... angegriffen werden. Okay. Wo war ich? Ach ja, hinten. Das, ja. Läuft nicht ganz so.
Kasse ist. Zack, 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 zack. Ist nicht sehr schön, aber es ist zweckmäßig. Ich meine, wir haben wenigstens noch ein Feld, wo wir rumfelden können, wenn wir neue Nutzpflanzen finden. Wann auch immer die denn kommen. Na, ist keine Erde mehr. Ist das hier normale Erde oder was? Was ist das? Das? Aus wie vertrocknete Erde oder sowas. Getrocknete Erde, ist das gut? Kann man das gebrauchen? Wo langt das? Aber natürlich langt das genau. Okay, dann würde ich hier sagen, reißen wir noch die Zäune weg. Also sind wir ehrlich, die Zäune braucht keiner. Fantastisch, ausgezeichnet, Essenszeit. Würdest du bitte... Hä? Ich krieg den da oben nicht. Jetzt. Mit einem fetten Move. Ich weiß nicht, was wir mit dieser getrockneten Erde sollen, ob da überhaupt irgendwas anwächst. So, dann würde ich sagen, kommt nämlich hier hinten irgendwie die Küche hin. Dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann haue ich hier aber noch ein bisschen weg. So, dann können wir hier nämlich die Küche hinsetzen. Passt ja auch so ein bisschen hier rein. Oder so ein bisschen hier mit ran oder so, keine Ahnung. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall erstmal neues Weichholz. Ich wollte gerade sagen, wo kriege ich einen Grassamen her, aber den muss ich ja aus den Leuten da holen. Hm. 24. So. 64, zack. Ich setze das aber mit hier hinten mit ran, oder? So ein bisschen. Wenn wir dann sagen, hier. Wird so ein kleines Eckräumchen oder so an der Scheune, keine Ahnung. Ist das... Sieht bestimmt gut aus. So groß braucht das ja auch gar nicht sein, oder? Halt. Über diese Matscherde laufen ist echt eklig. Wir brauchen Samen. So, da kommt wieder eine dicke Tür hin und dann alles andere. Okay, 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 okay. Eine dicke Tür. Waren das drei Lagerfeuer? Hm. Drei Lagerfeuer? Ah, das steht sogar für ein Quest-Item. Das ist gut. Warum habe ich nur eins gemacht? Brauchen wir unbedingt Grassamen und Wurmfutter und den ganzen Scheiß. Eine Truhe. Weizensäcke oder so. Zwei Stapel Holz und drei Weizensäcke, glaube ich, war das, oder? Ich glaube, so rum war das. Ich glaube, so war das, glaube ich, richtig. So, erstmal. Gut.
Erstmal eine Tür. Zack. Nein. Das Feuer ausgeschlagen. Hey! So, dann komm. Oh Gott. Der Anfänger hier, ey. So. Okay. Okay, die Weizensäcke müssen also so auf dem Boden stehen. Zack. Und die Truhe. So. Kleine ländliche Küche. Ja, wir haben eine Küche gemacht. Und damit ist sie zufrieden. Das ist total küchosauber, tastisch. Apropos sauber und tastisch. Lass uns ein bisschen Scheiße sammeln. Oh, lecker geil. Wow. Ich habe mich noch nie so stolz gefühlt. Dann würde ich jetzt aber sagen, bevor wir die Aufgabe... Oder lass, nee, lass uns die Aufgabe erstmal abgeben. Meine Güte, Kaste, das ist wunderbar. Das ist genau das, was ich immer wollte. Kaste, Also ehrlich, Safra, wenn du etwas zu sagen hast, dann sprich es doch einfach aus, Mann. Kaste, ich möchte die Küche nutzen und... nutzen, die du gebaut hast. Ich möchte etwas kochen. Wenn du so nett wärst, alle Zutaten, die du findest, in die Truhe zu legen, dann bereiten wir daraus Mahlzeiten zu. Aber wir können keine Erbauer wie du... Aber wir sind keine Erbauer wie du. Wir können keine neuen Rezepte erfinden. Wir können nur die Mahlzeiten nachkochen, die du zubereitet hast. Also möchte ich dich bitten, Dinge auszuprobieren und so viele köstliche Gerichte zu erfinden, wie du kannst. Wir werden unsere Kreationen alle in diese Truhe der Küche legen. Also solltest du irgendwann Hunger haben, wirf einfach einen Blick rein. Okay. Dann kann ich ja ganz einfach sagen... Kohlt mir das da mal voll. Wir brauchen unbedingt neue Kohlsamen, ey. Wir sind richtige Alkoholholiker. Na, es wird dunkel. Schnell, tut was. Schnell schlafen gehen. Immer über die Tische hüpfen, das ist wichtig. Essentiell sogar. Wir können natürlich auch Brot machen, indem wir da noch rumweizen. Das wäre natürlich auch noch was. Wir können ja nicht nur den Kohl da ansetzen. Auf dem Bauernhof sind ein paar Faulsporen aufgetaucht. Na, das ist ja jetzt nicht so Bombe. Wollte der Hund so noch mehr Faulsporen da. Gott, das da vorne auch noch mit zu mir? Da vorne ist auch noch eine Faulspore. Wir wollen das natürlich nicht zulassen, dass sie sich hier ausbreiten. Und alles verfaulen. Was ist noch da? Gott, wie viele sind denn hier? Wie viel ist denn hier? Eindeutig zu viele Faulspuren. Aber gut, wir müssen ja auch erstmal hier, ne? Da ist noch eine. Da hinten sind noch... Alter, Finne, ein paar, sagen sie. Ein paar sind zwei. Oh Mann, ey. Bäh. Bäh, bäh, bäh. So, da hinten. Explodieren die eigentlich irgendwann?
Oder ist das nur ein Mythos? Sehe ich noch Faulsporen? Die Leute kacken einfach den ganzen Tag nur, ey. Das ist unfassbar. Die Leute sind wirklich nur am Kacken. Ich glaube, das war alles, oder? Ich glaube, das war alles. So, jetzt lasse ich mal das Ganze hier, damit sie noch ordentlich immer was zum Brotbacken haben. Weizen haben wir sowieso genügend. Weizen haben wir ohne Ende. Muss ich mir immer applaudieren, ey. Haben sie meine Liebe so nötig? Okay, das ist aber, glaube ich, ausreichend Weizen, oder? Ich weiß nicht, was ich jetzt reingetan habe, aber es ist gut. Das Zuckerrohr lasse ich mal Zuckerrohr sein. Ach ja, genau, die Küche. Das ist ja eigentlich wie ein Klotz. Wer macht sowas? So, Truhe. Dann machen wir mal das rein. So, dann könnt ihr 30 Kohlköpfe. Und 1.739.000 mal Brot. Könnt ihr euch hier richtig abbroten, ey. Ja, quatsch mich nicht an. Gehorche lieber. Gehorche. So, Heilkraut. Da ist noch eine Faulspore, ne? Oh! Oh! Mitten im Feld ist aber nicht schön. Ich dachte, sie braucht Luft. Oh, mitten im Feld ist aber richtig kacke. Ja, ich mache das jetzt mit Holz gerade, aber egal. Mitten im Feld ist aber kacke. Naja. Naja, lassen wir es so sein, wie es ist. Aber im Feld ist echt kacke. So. Oh, guck mal, das Brot da oben ist fertig. Sie kochen. Okay, Wurmfutter. Sonst irgendwelche neuen Aufgaben? Nee, ne? Nö, nur Wurmfutter. Okay. Dann würde ich sagen... Warum ist denn da noch ein Ausrufungszeichen? Achso, das ist bestimmt hier Wülfried. Dann würde ich sagen, auf zum Sumpf. Wir müssen ein bisschen töten. Und zwar diese komischen Hände, diese Schlammhände oder wie sie sich nennen. Dann können wir auch gleichzeitig noch ein paar dicke Samendinger hier mitnehmen. Ja, sehr intelligent. Alter, du sollst doch... Oh, ja, denn. Am besten sterben. So. Ja, die müssen wir ja mitnehmen. Da vorne ist noch eng ein Feuer. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten... Das sind Schlammhände, das ist schon mal wichtig. Okay. Irgendwann sterbe ich noch dadurch. Aber nicht, wenn ich was esse. So, die Schlammhände haben schon Schmerzen, das ist gut. Dann wollen wir ihnen gleich noch mehr geben. Gib mir Grashalm. Die diebischen Diebe. Ah, ein Riesenkrebs. Oh, hat Unterstützung gerufen. Wie süß. Und die Unterstützung hat auch noch Grashalm dagelassen. So, das nehme ich mal alles mit zur Verteidigung. Vor allem hauptsächlich gegen mich, wie man sieht, weil ich renne immer rein. Okay, wenn wir schon dabei sind, können wir gleich noch ein paar mehr Grassamen zusammenschlagen. Und dann können wir nämlich auch nochmal zum Feuer da vorne gucken. Alter, was ist denn hier los? Nee, den richtigen. Da vorne sind noch ein paar Hände. Stirb, 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 stirb. So,
So, dann können wir nämlich noch ein paar Gras haben. Dann können wir nämlich mal unseren ganzen Bauernhof begrünen. Ist ja auch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. So. Ich kann mir schon fast denken, was wir hier zu tun haben. Ah, okay. Ja. Genau das. Ich konnte es mir fast denken irgendwie, das ist jetzt nicht so ein Hardcore-Rätsel gewesen. Wir treiben den Hund ab! Der Hund! Hm. So, jetzt. Das hätte, glaube ich, hätte das Wasser da reinfließen sollen? Ich weiß es jetzt nicht. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Eine Mini-Medaille! Case löst das Puzzle! Ja, müssen wir mitnehmen. Mini-Medaille! Damit können wir bestimmt einfach nur bei unseren Freunden angeben. Und sagen, hey, guck mal, Brüll, ich hab Mini-Medaille.